zwischendurch ein bisschen saufen durch. Ne? Ja. Aber das sieht gut aus. Da kommen wir von unten easy hoch. Ich meine, wenigstens tut sich ein bisschen was, ne? Genau. Jetzt kommen wir, glaube ich. Da scheint aber die ein bisschen davor zu stehen, ne? Ja, auch das, ne? Das ist witzig, ne? Ja, da am Hang wird es auch gehen, wird beides gehen. Irgendwo so. Vorne an die Waldkante dahin. Ja. Relativ nah dran, aber wir kommen hoch. Hauptsache, wir kommen hoch. Stellen wir das vor hier. Du kannst weitergehen, gell? Ja.
ein bisschen spannend für mich, weil so in der Höhe, also das habe ich hier noch nie gemacht. Ja. Jetzt komm mal wieder in die Welle rein. Genau. Gehen gleich wieder auf. Boah, das schaut ja fett aus hier, wie es da die Wolken so. So geil. Gleich wieder weiterfliegen, weil wir haben bald keinen neuen dann, gell? Ja. Aber genieße es. Bitte genieße es. Sehr cool. Ist das nicht schön? Mhm. Gehen wir mal ein bisschen Richtung Osten, oder? Ja, ja. Langsam kommt man da vorwärts, ne? Erstens langsam vorwärts, zweitens. Da habe ich keine Bodensicht, weißt du? Ja. Und wenn ich dann nur ins Gelände eintauche, ist es gut gemacht. Es ist halt schwierig, die Entfernung jetzt abzuschätzen, ne? Ich hätte jetzt gesagt, wir kommen da raus, ja, aber bin mir auch nicht mehr sicher. Und da ist, das ist safe, weil jetzt haben wir Rückenwind und da, es geht. Genau. Wir müssen aber wahrscheinlich gleich einen Linkschlenker machen, dass wir wirklich aus dem Saufen so schnell wie möglich raus. Ganz bei dir.
Nicht ganz ungefährlich, weil das ja alles um uns herum kondensiert, weißt du? Stellen wir ihn genau gegen den Wind und warten hier. Was du machst. Du musst eigentlich hier bloß stehen bleiben. Ganz genau. Ja. Siehst du das bist du auf unten raus? Ja. Jetzt haben wir wieder erkannt. Und da werden wir uns ein bisschen hin und her fliegen. Brauchen wir gar nicht, wir stehen. Wir stehen. Wir stehen. Die Hammerwelle ist das hier nicht. Hat man auch schon am Lenti gesehen, der hat ganz anders ausgeschaut. Ne? Da werden wir auch umdrehen. Würde ich auch sagen, ja. Schauen wir aber, dass wir hier noch ein bisschen höher machen da vorne. Aber der fetteste Aufwind ist jetzt ganz klar da rechts über dem Berg hier jetzt. Ne? Also da ist ein bisschen vorgelagert quasi. Da könnte man am Hang hoch machen, ein bisschen vorfliegen und dann wären wir schon drin. Ja. Und dann hier geht sie hier überall rauf. So, ganz am Anfang. Okay. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Ja. Da waren wir ein bisschen niedriger. Ja, ja. Ah ja, stimmt, ja, okay. Willst du nochmal nach Süden fahren? Ja, ja, unbedingt. Bitte, okay. Ja, keine Frage. Ja, da können wir durchsteigen hier irgendwo. Das macht da hinten auch, ja. Die linke sieht am fettesten aus. Ich denke, dass sie da vor die linke Kante gehen. Gesehen, das kondensiert jetzt um uns herum, ne? Ist gar nicht so ohne. Fett war das, ja? Hast du das gesehen? Das wäre ewig schade gewesen, wenn man das nicht probiert hätte. Das war, jetzt Hammer. Nee, das muss lustig sein, das Fliegen. Das immer, war lustig. Ein guter Flugtag ist, wenn das die Mundwinkel ganz nah bei den Ohren sind. Das war jetzt richtig cool, ja. Das war doch voll geil. Schau mal, wie das um uns herum, ne? Das ist so krass.
mit dir, da finden wir ganz weit draußen noch Wellen ein. Ja. Ich meine, das ist jetzt die Tertia- oder Quadrupelwelle hier. Geht immer noch mit 4. Wie du das gemacht hast. Aber trotzdem beim Grünschirm halt.